reisen in die ehemalige UdSSR, brauchen doppelt so lang als überall anders hin. Und Sie selbst haben ja eigene Bedenken, jetzt haben gesagt, und schauen, dass wir möglichst gut hinkommen und möglichst rasch wieder zurückkommen. So, das sind die berühmten Szenen jetzt auf dem Flugplatz. Naja, auf die Flugplätze waren wir, ich glaube, wir waren auf 4 verschiedene Flugplätze in die 2 Tage. Der Hinflug, dann kann ich mich nicht mehr so erinnern, ich bin neben dem Propeller gesessen, da war ich mehr in Trance. Aber es war so, dass wir in Kiew gelandet sind, statt in Kliberhof. Und haben das erst nach 2 Stunden erfahren, dass wir überhaupt, in Kiew sind. Es war dann so, dass in der Zeit wir Dnipropetrovsk angeflogen sind, der Schiedsrichter-Team und der Überwacher der UEFA gelandet ist. Bei herrlichem Wetter, wie wir gehört haben. Da sieht man schon. Flugzeug geplündert, Notproviant. Ja, wir sind über Dnipropetrovsk gekreist und sind da. Sieht man jetzt uns beim à la carte essen um 12 Uhr Mitternacht. Brot, Butter, Mannerschnitten, Bananen. Im Flughafengebäude, wo es mehr oder weniger keine Menschen gegeben hat. Gott sei Dank haben wir selber das Essen mitgehabt. Auch die Sachertorten? Das war ich, ja. Die Sachertorten waren dann schon nebensächlich, aber das war, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Weil wenn wir nicht selber Essen gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich nicht zu machen gewesen. Da sieht man das Mitternachtstraining von ein paar Spielern, die sich nicht anmerken haben lassen. Und da sieht man, wie gern die Fußball spielen. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab von der Mannschaft, wie die sich benommen hat. Es hat keiner gemut. Gut, sie haben gut, wenn einer mut. Dann hat er 100 Schilling Strafe für die Mannschaftskasse. Ja. Aber bei dem Flug war es so, dass ich gesagt hätte, er kriegt einen 100er, wenn er was sagt. So, das ist das Grau Hotel jetzt, in dem die Mannschaft gewohnt hat. Für wie viel? $15 die ganze Mannschaft? Ja, es waren 30 Leute, die dort geschlafen haben. Einige sind am Flughafen geblieben. Ich muss sagen, das Grau Hotel kann ich empfehlen für Billigreisende. Ja. Da könnten sie sicher ein Jahr wohnen um $100, aber ich glaube, dass das wirklich keinen interessiert. Da haben wir kein Wasser, nichts gehabt, aber zumindest haben wir uns 50 Stunden hinlegen können und das war schon ganz wichtig. Sind einige Spiele überhaupt zum Schlafen gekommen, die vor wenigstens? Ich glaube schon, dass die meisten Spieler geschlafen haben in der Zeit, aber es war doch zu kurz. Da hat sogar das Polizeiauto da noch eine Panne gehabt und bei all diesen Bildern wundert man sich, man spricht so viel über das Motivieren der Fußballer, wie man die Spieler hier überhaupt bei Laune in guter Verfassung halten kann. Ja, da war das Gegenteil der Fall. Ja. Es ist ja so gewesen, dass die Asche so besser war, wenn man da nicht Dnipropetrovsk bei strahlendem Wetter mit dem Bus reingefahren sind, weil wir kein Landealarmnis bekommen haben wegen Gewitter. Es war dann aber schon so, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt nicht so bessern, ich muss die Spieler mehr beruhigen wie motivieren. Mhm. Die waren so aufgekratzt, mehr oder weniger, dass es schon schlecht gewesen wäre, wenn es so ins Spiel gegangen wäre. Mhm. Dann ist alles gut gegangen, aber eine Frage bleibt. Erhebt die Admira Protest bei der UEFA? Das Management, der Vorstand, da wird protestieren. Wobei ich aber glaube, dass, obwohl die Reise für mich absolut organisiert war, so wie sie ausgefallen ist, wird es sicher nichts bringen, weil wir ein kleiner Fisch in dem europäischen Fußball sind. Und leider ist es so, wir müssen dafür sorgen, dass Dnipropetrovsk heuer kein Spiel mehr hat. Das kann man, indem wir das Heimspiel gewinnen und auf sportliche Weise aufsteigen. Mhm. Und dann werden wir alles setzen. Also eine sportliche Revanche, 1:0, das gefährlichste Ergebnis im Europacup in einer ersten Runde oder im ersten Spiel, hat Ernst Happel immer gesagt. Die Admira hat sehr, sehr lange ein 0:0 gehalten, bis 13 Minuten vor Schluss. Spielerisch die bessere Mannschaft und dann dieses Missgeschick, dieses Missverständnis, Rückpass von Müller und Tormann Knaller, naja. Und ein trauriger Trainer. Naja, es ist ja so, dass wir wirklich sehr konzentriert gespielt haben. Wir haben 3, 4 gute Möglichkeiten gehabt, auf ein Tor zu erzielen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben die Mannschaft in Schach gehalten, aber durch einen Fehler halt in der Abwehr ist es leider gekommen, dass wir in Rückstand gehalten. Und da sehen wir noch die rote Karte für Thomas Zingler. Das war bald nach dem Verlust da. Maximow, glaube ich, ist dem Admiraner ja auf die 10 gestiegen und er hat sich dann revanchiert mit einem Ellbogen gecheckt. Ja, er hat falsch reagiert. Er hat einen Kurzschluss gehabt. Und ist dann ausgeschlossen worden, zu Recht. Ausschluss zu Recht, muss man sagen. Kann man nichts machen. Wir haben den Ausschluss auch aus einer anderen Perspektive. Es ist wieder ein Amateurfilm. Die Admira hat nicht nur begeisterte Fußballfans, sondern auch begeisterte Filmer. Da sehen wir, dass... sind einige Gegenstände hinuntergefallen. Ja. Dann hat uns, glaube ich, ein Polizist kleinen Schiedskasten genommen. Es waren überhaupt 5000 Polizisten oder Bundesheer Angestellte im Stadion, dass da 15.000, 20.000 Zuschauer gekommen sind, aber ich muss sagen, die haben sie wirklich nach vorne gepeitscht und trotzdem haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, da wird der Mann abgeführt, das waren Szenen, die man natürlich in unserer gestrigen Tagung nicht sehen konnte. Für die Südstaat, fürs Rückspiel, die Chancen sind da? Die Chancen auf sportlicher Ebene sind sicher da, es ist eine gute Mannschaft, Dnipropetrovsk, aber sie haben Schwächen in der Abwehr und beim Tormann, so wie ich das sehe. Mhm.
Aber das Wichtigste wird sein, dass wir, wenn es notwendig ist, die Leute hinführen in die Südstadt, dass sie uns unterstützen. Ja. Und wir hoffen natürlich schon, dass sehr viele Leute kommen. Vom Vorstand her, vom Management her wird ein Auto verlost. Das steht bereits in der Spiel in der Slowakei, Austria Salzburg, und Otto Baric gewinnt also gestern mit